Es ist ein sehr heißer Sommerabend. Ihr seid in München und sitzt mit euren Freunden in einem traumhaften Biergarten. Noch scheint die Sonne, doch der Himmel wird immer milchiger. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich eine schwarze Wand auf und aus der Ferne hört ihr ein Grollen, das von Minute zu Minute immer lauter wird. 30 Minuten später ist nichts mehr, wie es vorher war. Wir schauen heute auf eines der schwersten Unwetter Münchens zurück, als fast die komplette Stadt regelrecht zerbombt wurde. Das Hagelunwetter von 1984. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Doku hier auf diesem Kanal. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann empfehle ich euch wie immer unseren Podcast Dundee Talk. Unten in der Videobeschreibung, da ist er nämlich verlinkt. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da und schreibt auch einen netten Kommentar. Aber was ist denn passiert am 12. Juli 1984? Wie konnte es zu so einem heftigen Unwetter kommen? Zuvor aber, wie entsteht denn eigentlich Hagel? Vereinfacht dargestellt. Hagel entsteht, wenn Gewitterwolken über 12 Kilometer in die Höhe wachsen. Da die Luftmassen am Boden deutlich wärmer sind als oben, wird die Luft im Inneren der Wolke nach oben gezogen, die sogenannten Aufwinde. Dabei werden auch Wassertropfen mit nach oben gezogen. Da in den oberen Luftschichten Temperaturen von weit unter minus 20 Grad herrschen, gefrieren diese Tropfen zu Eis. Wenn diese dann wieder nach unten fallen, haften sich weitere Tropfen an dem Eiskorn an. Dadurch wächst das Hagelkorn immer weiter an. Weil sich dieser Prozess mehrmals wiederholt, können die Eiskörner dabei einen Durchmesser von über 10, teilweise auch 20 cm erreichen. Wenn es dann zu schwer wird, fällt es einfach aus der Wolke. In Deutschland gibt es sogenannte Hagelrisikogebiete. Wie auf dieser Karte vom Agrokurier zu sehen ist, sind vor allem die Landkreise im Südosten Deutschlands besonders oft von großem Hagel betroffen. Das liegt vor allem daran, dass durch die Alpen die Gewitterwolken höher aufsteigen können. Je höher die Gewitterwolke aufsteigt, desto kräftiger werden auch die Aufwinde innerhalb der Zelle. Doch was ist am 12. Juli 1984 genau über München passiert? Wie konnte so heftiger Hagel entstehen? Schon Tage zuvor gab es vor allem in Süddeutschland eine starke Hitzewelle mit Temperaturen von über 35 Grad. Vor allem in den Städten erhitzte sich die Luft enorm. Die Menschen in und um München genießen die schönen Sommertage meist im Freien. Als dann am 11. Juli eine Kaltfront durch Deutschland zog, gab es die ersten schweren Unwetter, vor allem in Frankreich und im Westen Deutschlands. Als diese Kaltfront noch am selben Tag dann München erreichte, war sie bereits sehr abgeschwächt und entwickelte keine neuen Gewitter. Dadurch wurde nur die Luftmasse selbst etwas abgekühlt, ohne dass es dabei zu Niederschlägen kam. Der Temperaturunterschied zwischen Boden und der Höhe war aber immer noch enorm. Am nächsten Tag herrschten am Boden nach wie vor über 30 Grad, während in 5000 Meter Höhe minus 16 Grad herrschten. Doch die Kaltfront war nur ein Vorbote eines sich nähernden Tiefdruckgebiets. Dies zog von Südfrankreich über die Alpen weiter in Richtung Osten. Als die kälteren Luftmassen dieses Tiefs dann auf die noch sehr feuchtwarmen Luftmassen aus dem Voralpenraum traf, bildeten sich erste Quellwolken über dem Bodensee. Im weiteren Verlauf entstand so ein Gewittercluster, also ein Zusammenschluss einzelner Zellen, der weiter Richtung München zog. Gegen 19 Uhr traf es Landsberg am Lech. Hier richteten Hagel und Sturm erste Schäden an Autos und Häusern an. Unter weiterer Intensivierung, vermutlich durch die sehr feuchtwarme Luft über den Ammer- und Starnberger See, erreichte das Hagelunwetter gegen 20 Uhr den westlichen Teil der Stadt München. Weil die Stadt selbst noch enorm aufgeheizt war, wurde das Unwetter noch einmal verstärkt. Innerhalb von nur 20 Minuten zog das Unwetter über den südöstlichen Teil der Stadt hinweg. Dabei waren vor allem die Stadtteile Trudering und Riem am heftigsten betroffen. Hier fielen zum Teil Hagelkörner mit fast 10 cm Durchmesser vom Himmel. Auch die Gemeinden Haar, Vatterstetten und Grasbrunn waren betroffen. Das sich langsam abschwächende Gewitter zog weiter in Richtung Osten, über den nördlichen Landkreis Ebersberg, wo es vor allem den Ort Anzing schwer getroffen hat. Hier fielen zum Teil tennisballgroße Hagelkörner herunter. Das Gewitter zog weiter in Richtung Osten, über die Landkreise Landshut, Mühldorf und Altötting, wobei es hier seine enorme Kraft bereits verloren hatte. Insgesamt hatte das Unwetter eine Zugbahn von etwa 300 Kilometern.
Das war ein ganz komischer Tag. Unendlich warm, so schwüldampfig, die Sonne kam gar nicht richtig durch diese milchige Stimmung. An diese ganz eigenartige Farbe am Himmel kann ich mich noch gut erinnern. Auf dem Weg nach Hause musste ich Umwege fahren. Die Unterführungen waren alle vollgelaufen. Das Unwetter selbst dauerte nur ca. 20 bis 30 Minuten. Doch die Schäden, die das Unwetter angerichtet hat, waren enorm. Das Satellitenbild des deutschen Wetterdienstes von gestern 21 Uhr. Die Meteorologen wurden vom Ausmaß des Unwetters völlig überrascht. Durch die Überhitzung der Stadt München schossen die Wolken in eine Höhe von 12.000 Meter und durch mehrfache Auf- und Abbewegung wuchsen die Hagelkörner schließlich bis zur Größe von Tennisbällen an. Für die Münchner Feuerwehr und die Rettungsdienste war es der größte Einsatz seit Jahrzehnten. In knapp einer halben Stunde entstanden Schäden in Millionenhöhe. Meldungen sprechen von über 300 Verletzten durch den Hagelsturm. Nachdem das Unwetter vorüber war, wurde das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Mehrere hundert Personen wurden durch Hagelschlag oder herabfallenden Gegenständen teilweise schwer verletzt. Direkte Todesopfer waren zwar nicht zu beklagen, allerdings starben mehrere Personen durch Herzinfarkt oder bei Aufräumarbeiten. Der materielle Schaden erreichte ein bis dato kaum gekanntes Ausmaß. In und um München wurden mehr als 70.000 Häuser beschädigt. Teilweise war kein einziger Dachziegel mehr heil. Ganze Fassaden wurden vom Hagel durchlöchert. Viele Häuser waren zu dieser Zeit noch mit Asbestplatten verkleidet, die nach dem Unwetter aufwendig abgetragen werden mussten. Die bayerische Landeshauptstadt und zahlreiche Gemeinden in Oberbayern erleben seit gestern Abend den größten Feuerwehreinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach einer ersten Zwischenbilanz des schweren Unwetters der vergangenen Nacht waren in den betroffenen Gebieten bisher nahezu 1000 Einsätze nötig, um die schwersten Schäden zu beseitigen. Diese Zahl wird sich noch erheblich erhöhen, da die Feuerwehren nach wie vor pausenlos im Einsatz sind. Noch unklar sind das genaue Ausmaß der Schäden und die Zahl der verletzten Personen. Allein aus dem Landkreis Ebersberg und hier vor allem aus den Gemeinden Anzing, Vaterstetten und Zorneding meldete unser Reporter mindestens 80 Verletzte. Mehr als 200.000 Fahrzeuge wurden auf ein unvorstellbares Ausmaß verbeult. Kaputte Scheiben und verbeulte Autodächer gehörten monatelang zum Erscheinungsbild. Aber auch die Flughäfen München-Riem und Oberpfaffenhofen hatten mit großen Schäden zu kämpfen. Flugzeuge wurden schwer beschädigt, kleinere Flugzeuge teilweise sogar ganz zerstört. Die Münchner Straßenbahn musste den Betrieb auf mehreren Linien komplett einstellen, weil Oberleitungen oder Weichen beschädigt oder blockiert waren. Aber auch die Landwirtschaft hatte unter dem Hagelunwetter zu kämpfen. In den umliegenden Landwirtschaftsflächen wurde die Ernte fast vollständig zerstört. Viele Landwirte standen vor dem Nichts. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3 Milliarden D-Mark. Davon fallen alleine 800 Millionen auf Fahrzeuge. Nur rund die Hälfte davon waren versichert. In den nachfolgenden Wochen bildeten lange Autoschlangen vor Werkstätten den Alltag in und um München. Teilweise gab es sogar Lieferengpässe für Windschutzscheiben. Bis heute zählt das Hagelunwetter von 1984 zu eines der teuersten Hagelunwetter der Welt. Verursacht durch das verheerende Unwetter am gestrigen Abend sind eine Vielzahl von Schäden, insbesondere an Dacheindeckungen entstanden, deren Behebung den Einsatz einschlägiger Handwerker erforderlich macht. Könnt ihr euch noch an das Hagelunwetter von 1984 erinnern? Wart ihr schon mal von Hagel betroffen? Schreibt mir mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Da ich in diesem sogenannten Risikogebiet wohne, habe ich öfter mit großem Hagel zu tun. Ich weiß noch, Anfang der 2000er Jahre wurde unser Ort von einem schweren Hagelunwetter heimgesucht. Damals war das Auto von meiner Mutter komplett verbeult. Sie hat es damals nicht mehr herrichten lassen, weil es sich um einen Totalschaden gehandelt hat. Sie hat einfach von dem Geld ein neues Auto gekauft und das alte verschrotten lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mich das gerne wissen, indem ihr hier auf Gefällt mir klickt. So, und schreibt mir, wie gesagt, eure Erfahrungen oder einen netten Kommentar unten in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus.